Die YouTube-Netzwerke fangen langsam an, Hollywood zu erobern. Außerdem lohnt es sich eigentlich, für die Huffington Post zu schreiben. Und was können Journalisten von Programmierern lernen? Aber bevor es losgeht, trinken wir erstmal noch einen Kaffee. Ja, damit herzlich willkommen zu den Morgenlinks. Und mit der Investition von Disney in Maker für 500 Millionen Dollar kommt natürlich die Frage auf, was will eigentlich so ein gestandenes Hollywood-Studio mit so einem kleinen YouTube-Netzwerk, wobei klein da auch relativ ist. Und es gab einen sehr schönen Artikel bei Media Redefined, die geguckt haben, was bieten diese Netzwerke eigentlich. Und sie bieten einerseits eine ganz neue Zielgruppe, die Hollywood zum Teil nicht mehr erreicht. Ja, die gehen einfach nicht mehr ins Kino, sondern schauen auf YouTube. Und natürlich können die viel günstiger produzieren, haben die neuen Stars. Und wo Hollywood-Studios mit so Audience-Panels arbeiten, um zu schauen, ob ein Film funktioniert, haben YouTube-Netzwerke das einfach permanent. Die sehen sofort, ob ein Clip funktioniert oder nicht. Sehr spannend zu sehen, wie YouTube-Netzwerke hier Hollywood etwas umkrempeln. Und wer immer noch nicht verstanden hat, warum diese YouTube-Netzwerke so viel wert sind und für so viel gehandelt werden, dem kann ich nur empfehlen, da einmal reinzuklicken. Ja, vor einem Jahr ungefähr ist die Huffington Post in Deutschland gestartet und es gab die große Diskussion, soll man jetzt für die bloggen oder nicht? Darf man unbezahlt schreiben? Ist das nicht Ausbeutung? Und seitdem ist es aber ein bisschen ruhiger geworden. Lousy Pennies hat jetzt aber mal nach so einem Jahr Bilanz gezogen und bei ein paar Bloggern nachgefragt, ob es sich für sie gelohnt hat, bei der Huffington Post zu schreiben. Ganz interessant, ich habe ja damals auch gesagt, naja, man muss sich sehr gut überlegen, ob es sich für einen selbst lohnt, weil wenn man als Journalist fürs Schreiben bezahlt werden will, dann sollte man es vielleicht nicht umsonst tun. Es kommt eben immer ein bisschen auf das eigene Geschäftsmodell an. Dazu auch nochmal meinen Text von daher und alles andere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann noch die Frage, was können Journalisten eigentlich von Programmierern lernen? Und da habe ich zwei sehr interessante Ansätze und Tools für euch. Einmal die Frage, was wäre eigentlich, wenn Journalisten ähnlich powervolle Texteditoren hätten, wie es Programmierer haben? Also die Texteditoren erkennen zum Beispiel automatisch die Befehle der Programmiersprache, in der man gerade schreibt, färben die anders ein und verknüpfen die miteinander. Pudo hat jetzt mit Newsclips mal sowas Ähnliches programmiert. Man kann da Karten für Orte und Personen und sowas anlegen und die werden dann auch im Text erkannt und miteinander verknüpft. Sehr intelligent, sehr spannend, vor allem wenn man das weiterdenkt. Auch interessant, wenn man weiterdenkt, was mit Responsive Content möglich wäre. Also Responsive Webdesign kennen wir ja inzwischen alle. Ist so der Trend, dass sich die Webseite automatisch anpasst, je nachdem, ob ich sie auf dem Handy oder auf dem Laptop ansteuere. Responsive Content heißt eigentlich, dass man bestimmte Inhalte dann auch, je nachdem, auf welchem Gerät ich bin, ein- oder ausblenden könnte. Und das wäre natürlich total interessant, um den verschiedenen Nutzungssituationen gerecht zu werden. Wenn ich auf dem iPad eine Webseite aufrufe, eine Nachrichtenseite, dann bin ich vielleicht bereit, eine viel längere Geschichte zu lesen, als wenn ich auf dem Handy schnell morgens in der Bahn einmal nur durch die Fakten scrollen will. Und wenn man das mit ins Design denken würde, würde das eine ganz neue Art und Weise der Berichterstattung und der Anpassung auf das jeweilige Endgerät und die Nutzungssituation ermöglichen. Was haltet ihr davon? Ist das ein spannender Vorschlag oder ist das in der Realität überhaupt nicht umsetzbar? Ich glaube schon, dass man da eine Menge Hirnschmalz reinstecken muss. Deswegen würde mich auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Schreibt mir die doch unten in die Kommentare oder antwortet mir einfach. Bin gespannt, was ihr meint. Es ist Weihnachten, deswegen wünsche ich euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und damit wir uns da dann auch wiedersehen, abonniert doch am besten hier den Kanal oder den Newsletter und ich verlinke euch hier noch meinen letzten Artikel darüber, wie schlecht wir eigentlich die Geheimdienste kontrollieren. Und falls ihr noch nicht mitbekommen haben, ich diskutiere gerade mit Alex über den Wert und Sinn von Nachrichten. Auch da hier unsere Videoplaylist zum Nachschauen. Bis dahin, macht's gut und ciao.